Komm, wir flexen nochmal ein zu großes Loch rein. Haben wir eigentlich letztes Mal auch eine Schablone gehabt? Ja, sieht schon, wenn man mal ehrlich ist, von hier aus jetzt verdammt schief aus. Wenn die Mädels da weisen, deine volle Privatsphäre. Das ist auch wirklich schief. Aber das liegt nicht am Fenster, sondern in den Profis, die es eingebaut haben. Irgendwas ist ja immer, ne? Jetzt schärfer als wir. Ja, es läuft. Wir sind noch schärfer geworden durch das Video. Ist das jetzt gut? Ja. Okay. Ja. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Hamburg Wheelie Kids Video. Wir bauen den Iveco weiter aus. Es ist schon wieder unfassbar. Es ist Freitagnachmittag. Jenrik hat schon richtig fleißigen Job gemacht. Hat hier, wie ihr Achtung, seht. Ist frisch gestrichen. Ist es, oh, ist schon trocken. Hä? Krass. Hat auf jeden Fall schon das erste Fenster, also Loch. Das erste Loch schon mal reingesägt. Hast du Perplex gemacht? Nee, ich hab hier mit Stichsäge und so. Ja, aber wir zeigen das gleich bei dem zweiten Fenster. Ich wollte nur schon einmal üben, ne, beim ersten Fenster so, ob das auch besser wird als das Dachfenster, was, by the way, immer noch dicht ist, ne? Also ich sag mal so, doppelte Sicherheit ist nicht bei allem gut, aber bei einigen. Du wirst nicht gerade sagen, dass du die falsche Linie genommen hast. Triffst du? Wir haben das Loch zu groß geschnitten. Genau, und jetzt zeigen wir euch eigentlich einmal, wie man das vernünftig macht. Ne? Ich meine, wir genau, sind ganz richtig professionell hier so ein Fenster einsetzen. Ja, genau. Was setzt du hier eigentlich? Weiß ich auch nicht, ich habe irgendwie noch keine coole Position gefunden. So. Genau, das ist der Plan für heute. Wir wollen hier ein Fenster einsetzen, sowie, warte, einen Moment. Hier soll natürlich auch noch ein Fenster rein, dass wir hier schön sitzen können, kochen können. Du musst dir das ja so vorstellen. Hier kommt so eine Sitzecke rein und dann Arm aus dem Fenster. Und dann gucken wir hier ein paar Rollburners. Das ist der Plan für heute. Du kannst mir die Kamera hier mal reingeben, dann kann ich schon mal zeigen, was wir hier drin jetzt professionelles gemacht haben. Filmt noch, alles klar. Perfekt, eigentlich gar nicht so viel geschafft in den letzten Wochen, muss man sagen. Iveco-Projekt ist etwas zum Stocken gekommen, aber ich habe gerade schon gesagt, 2024 wird das Ding fertig werden. Aber jetzt wird wieder durchgezogen. Ja, also genau. Jetzt sind wir motiviert. Wie ihr im letzten Video vom Iveco gesehen habt, haben wir hier schon die Kästen unten gebaut, die Jenrik professionell hier zu Ende gebracht hat. Mit Panzertape. Dann hier hinten die Pappen bezogen. Und jetzt soll es endlich da reingehen. Fenster reinmachen. Hier wird nochmal spannend, weil hier sind solche Stege und so. Ich meine, die flexst du einfach hier weg. Komplett? Nein, ich habe schon ein Video gesehen. Du machst hier, steckst du so ein Blech hinter und dann flexst du den hier oben einfach weg. So, von daher jetzt raus, dann können wir schon mal das Fenster zeigen, was wir jetzt einbauen. So, hier haben wir nämlich da schon das Fenster. Das ist ein K-Best-Fenster, heißen die Dinger. Haben wir mal wieder über Bus for Fun bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Genau, wenn ihr auch so ein Seitenfenster, das ist so mit Aufstellfunktion. Zeig das doch mal eben hier kurz mit der Aufstellfunktion. Das ist ja schon wieder viel zu geil. Also wirklich getönt und so. Ist doch getönt, oder? Ist getönt, ja. Richtig geil, damit auch niemand reingucken kann. Ihr habt tolle Privatsphäre und habt den Vorteil bei einem solchen Klappfenster. Das ist ja die geilste Funktion. Zack, und dann fährt das Ding. Ja, das da sind so Dämpfer hinter und dann kann man es so richtig schön. Das funktioniert natürlich nachher alles einwandfrei. Und jetzt, wenn es regnen sollte, kann man das Fenster trotzdem aufstellen, rausgucken, kochen. Es ist eine fantastische Konstruktion. Das rastet dann auch so ein. Ne? Jetzt muss man einmal ein bisschen doller hier. Hier seht ihr diese geilen Dämpfer. Zack, zack und ab dafür. Und zack wieder zu. So, natürlich geht das Ganze innen drin noch weiter. Zack. Dann gibt es hier so einen Holzrahmen, mit dem man das Ding dann nachher verbindet. No. Der kommt in den Innenrahmen und dem Blech. Und der kommt hier rüber. Jetzt zeigen, ne? Schön passt genau das Ganze. Hast dir richtig Mühe gegeben. Ist das Holz hier völlig verbogen von Werk aus, aber das sieht man so jetzt nicht. Zack, das ist. Ne, andersrum, andersrum. So, nicht nur getönt ist das Fenster, sondern auch hier, ne? Mit Fliegengitter. Alter, für die richtige. Achso, das ist gar nicht für die Privatsphäre. Da hat man seine Ruhe vor den Fliegen schon mal. Da hat man die Ruhe vor den Fliegen, kann man schön lüften nachts. Ist ja auch richtig, ne? Wenn man mit dem ganzen Mock da drin fängt. Oje, und da hast du dann, wenn die Mädels da beißen, deine volle Privatsphäre. Das ist es. Weiß ich ja nicht. Unangenehm. Das ist es, meine Freunde. So, jetzt kleben wir den Rahmen erstmal aufs Blech da drüben und dann. Hey, ich dachte, man setzt erst das Fenster ein oder so. Nee, erstmal kleben wir jetzt den Rahmen ein und dann das Fenster. Das juckt die Zuschauer eh nicht, wie das geht. Ja, hier lernst du eh nichts auf dem Kanal, also von daher diene Belustigung, ne? Von daher, komm, wir flexen nochmal ein zu großes Loch rein. Komm, mach jetzt aber auch. Heute haben wir Sonntag. Heute haben wir Sonntag. Hier das gute Siegerflex, Allzweckflex, Allzweckkleber, um den Rahmen halt jetzt einmal aufs Auto raufzukleben. Du hast das Auto auch gut entfettet? Ja, das Armaflex, was du da vorher raufgeklebt hast, auf jeden Fall. Das hast du entfettet? Ja, klar. Die Scheiße drückt sich nachher richtig links, rechts weg. So. Hey, okay, das sieht professionell aus. Das Fenster da von außen rein, den Rahmen von innen rein und daran arbeiten wir uns jetzt ein bisschen lang. Das Fenster sippst doch. Chat, warum ist da ein Luftschutz? Boah, das dichtet schon irgendwie ab. Und jetzt den Rahmen hier schön passend drauf magulieren. Ja, eigentlich ist das gut. Und jetzt mit Schraubzwingen daran. Schraubzwingen habe ich hier, wenn ihr Bock habt.
umso mehr Schraubzwingen, umso besser ist das natürlich. Jetzt zippst du das hier überall raus. Ich hab doch gesagt, wir haben zu viel genommen. Oh, du hast noch eine Schraubzwinge. Ich hab noch eine gefunden. Eine haben wir noch. Ich glaube noch nicht, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das hier vorstellen, aber gut. Genau. Wie viele Schraubzwinge haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16. 20. Ich hab mich verzählt. 20. Das wir passt. Haben einige Schraubzwinge. Bleibt das erstmal eine Stunde oder so, bis der Siegerflex getrocknet ist? Jetzt sag mal so, ne? Das läuft mir auch nicht weg. So, und jetzt flexen wir die Stege raus, ne? Flex und. Ne, Flex steht da schon. Brauchen wir noch so ein Blech brauchen wir noch zum Hinterhalten. Blech und hier so eine Brille, ne? Für die Augen und so. Ja, das sieht schon, wenn man mal ehrlich ist, von hier aus jetzt verdammt schief aus. Ich messe. Was haben wir denn da geschnitten? Also, das sieht schief aus. Von hier nach da, nach da, nach da. Aber von außen war es gerade. Ich messe mal hier eben ran. Hier haben wir eine ganz simple. Jetzt messen wir mal hier ran zur Kante. 9,5. Eigentlich ja ungefähr also gleich. Also 11 zu 9,5. Das ist ungefähr gleich. Würde ich sagen. Aber stell dich mal. Ich stelle mich mal hier draußen hin, ne? Nee, von draußen musst du ja gucken. Das nein, man guckt doch hier ins Auto rein und die anderen denken, so geiler Camper. Das fällt eh nicht mehr auf, wenn die Pappe drüber ist. Es fällt eh nicht auf. Ich gerade eine krasse Aufnahme gemacht. Warte mal. Das ist hier Trick 17 vom Camperausbau. Hier schiebst du so ein Blech hinter, hältst das ein bisschen fest und jetzt wollen wir hier oben ja einmal einen langen sägen. Deswegen schiebst du das schön hoch. Ich sag mal so, Jenrik, also mit der Professionalität haben wir eindeutig dazugelernt, ne? Ja, hier so mit Schablone gebaut und ein bisschen was abkleben. Und haben wir eigentlich letztes Mal auch eine Schablone gehabt? Nee, ne? Da haben wir Freistil oben das Loch reingemacht. Immer angezeichnet, wo wir sägen müssen. Hier. Und dann einfach hier rüber sägen. Das ist halt so asozial ungenau. Jeder andere Mensch macht sich halt hammerdeutige Schablone und wir beide so. Ich hab doch hier genau gezeichnet. Du hast einfach zwei Stiche gemacht. Ja. Hier müssen. Sympathisch, ne? Hör auf zu trinken und mach jetzt hier ein paar Löcher rein. Genau, wir haben das jetzt professionell abgeklebt, ne? Und jetzt, ich hau einfach hier ein Loch rein, so scheißegal wo. Das ist. Oh, jetzt stichst du dir noch wieder los, ne? Aber Brille nicht vergessen, ne? Weil achtet auf die Sicherheit. Achtet auf die Sicherheit. Sicherheit wird hier groß geschrieben, warte. Tür mal zuknallen. Boah, das scheppert aber. Wenn das Fenster nachher so drin ist, es fällt wieder raus. Ich hoffe, es passt. Fast. Aber seitlich passt, ne? Und noch in der. Hol da noch vielleicht. Ja, hier oben noch so die Ecke. Da sind die Ecke noch und von der Höhe, wie sieht es oben aus? Ja, ein Stück fehlt noch. Deine Stehposition sieht wirklich sehr sicher aus. Kippelst du also durch die Gegend. Damit das auch genau wird ausgleichen. Ja. Den Pegel ausgleichen? Was willst du mit dem Kippeln auf der Leiter? Ungefähr so. Halt mal rein da. Schmeiß mal rein da. So, jetzt passt der Lachs. Nee, da fehlt doch immer noch eine Ecke hier oben. Versuch Nummer 3. Ich sag's mal, hier fehlt noch eine Ecke. Fehlt auch noch was, oder? Ich schneide gleich auf einen Zentimeter ab, ey. Im Allgemeinen fehlt überall noch was, oder? Ich kann dir ganz genau sagen, wo was fehlt. Im Allgemeinen fehlt überall noch. Nur Millimeter da an der Ecke, dann passt das. Okay. Und in so im Allgemeinen wieder 0,5. Man kennt's, ne? Junge, jetzt hast du richtig was abgenommen hier. Jetzt habe ich da mal richtig einen Sparen gezaubert. Sparen. Du alter Zerspaner. Dann bin ich auch den Zerspaner. Halt das Ding da rein, ach, du musst noch sägen. Da oh, passt doch jetzt. Leider bringt mich ich halte dich fest. So, zack, Felge, ein Fenster rein. Das passt jetzt wie angegossen hier. Weißt du, wie das wehtut hier? Die ganzen ja, scheiß heißen hättest Dinge. Hättest du ja was ordentliches anziehen können. Nehmen wir aber ordentlich. Muss ja hier auch imponieren, ne? Bei den Frauen. Jetzt hab ich das Fenster in den Kopf gehauen. Hau das Ding da rein und hör auf zu spaßen. Wir sind hier genug Arbeiter, die nur auf dich warten. Yo, da sitzt der Lachs. Nee, oben fehlt noch. Das passt. Ja, nee, stopp. Warte, ich weiß wo. Ich weiß, was ich hier mache. Da fehlt noch was. Da muss noch was weg. Nur mal so ein Zentimeter. Ja. Versuch Nummer 3, wir sind drinne. Easy. Kein Ding für den King. Okay. Ja, jetzt, Fenster wieder raus. Rahmen von innen, das gleiche Spiel kennen wir. Ne, ja, ne, erstmal jetzt hier noch versiegeln und so, wegen Rost weiß ja Bescheid, ne? Ja. Sonst melden die Leute in den Kommentaren wieder rum, oh, ihr versiegelt das gar nicht, ist auch so ein Idiot, so gut, ne? Ja, weiß Bescheid, ne? Loch ist drin, Fenster ist der Holzrahmen, da hinten ist auch dran. Jetzt können wir das Fenster noch einsetzen, dann hauen wir da eine Line drauf, würde ich sagen. Und dann wird das nachher ja außen aufs Blech geklebt, oder? Jo, Schmacko, fatz da rauf. Das ist dieses Dekasil-Zeug, ne? Ja. Ist das ein bisschen wenig? Ich glaube, da muss man viel nehmen. Klar, also Profis würden das Fenster vorher noch einmal reinhalten, um zu gucken, ob es wirklich sicher passt. Aber wir sind uns relativ sicher, dass es passt.
Und mal kurz einen Probeversuch. Das passt, oder? Scheiße. Warum passiert immer uns sowas? Das muss jetzt passen. Sieht man, wo es hängt? Also mit viel Krampf passt es, ne? Mit viel Krampf passt. Und dann sieht der Rahmen dann hier wieder ein bisschen abgelöst durch das Drücken. Aber der Rahmen löst sich hier komplett. Ist ja nicht so, dass wir Anfänger in dem Gebiet sind. Wir haben das natürlich schon ein paar Mal gemacht. Jetzt kommt hier Scheffel mit die Fenster, Kleber. Mit die Klebenfenster. Gerade eben hatten wir das andere drin, was noch nicht mit Kleber war. Und jetzt kommt immer das mit Kleber. Zehner darauf, dass es nicht dicht ist. Ist drin? Ja. Jetzt Schrauben. Zack, von innen schrauben und fertig werden hier. Ich meine, wie zu erwarten, ne? Das Ding ist drin. Bestimmt auch dicht. Und jetzt hier, ne? Warte mal. Warte mal, wie funktioniert das? Junge. Das geht echt schwer auf, oder? Das ist aber normal. Boah, Alter, kann man sich hier. Ich sehe ihn schon auf so einem Bike hier sitzen und meine 20 Zoll beobachten da draußen. Ey, wie sieht das gerade voll schief aus? Das ist auch wirklich schief. Aber das liegt nicht am Fenster, sondern in den Profis, die es eingebaut haben. Irgendwas ist ja immer, ne? Und alles nochmal ein zweites Mal: Holzrahmen bauen, Fenster rein, kleben, genau. Dies, das machen wir jetzt. Das machen wir fix noch fertig. Guten Tag. Pia, bist du motiviert? Absolut. Willst du mal das Ergebnis von gestern Abend zeigen? Ja, kann ich machen. Also, das Ergebnis von gestern Abend, pass auf. Wir haben jetzt ja auch noch ein, also ihr habt noch hier noch reingeschnitten. Das ist ja der Wahnsinn, Pia, du hast ja richtig durchgezogen. Richtig, Kamerakante. Total. Ja gut, und dann ist ja jetzt noch der Rostschutz drauf, der ist auch schön getrocknet über Nacht. Und jetzt müssen wir halt noch den Rahmen einkleben auf jeden Fall. Oder das Fenster rein, ne? Chaya baut Iveco aus. Eigentlich sollte sie nur die Kamera halten, macht aber mehr als ich. Perfekt. Ich glaube nicht. Also ich habe gestern Abend eigentlich nur den Iveco mal ausgefegt und den Müll ein bisschen eingesammelt. Ne? So eine braucht ihr, Jungs. So eine braucht man. Ich markiere sie nicht, ihr müsst sie schon selber finden. Für Schuhprojekt. Ja, ja, genau. So, ihr müsst schon mal hier wieder Pappen fertig gemacht. Das wird gleich hat sie gesagt, hängen. Dass heute Samstag ist und gestern Freitag, war? Ja. Ja, so, und jetzt, also, da drüben haben wir ja schon mal, ich werde es dir nochmal zeigen, dieses geile Fenster, ne? Hier mit dieser Rollo-Jalousie hier. Ist das nicht ein Wohlfühlfaktor? Oh, scheiße. Und jetzt kann man hier so richtig, ich finde das ja geil. Ist das geil? Wieder. Philipp, das hält noch so. Geile Qualität. Genau, so, das war ja relativ simpel, außer dass der Rahmen hier oben Schwierigkeiten gemacht hat. Aber es hält jetzt, glaube ich, ganz gut. Und jetzt haben wir hier gestern Abend noch, professionell, hier ist irgendwie eine Schraube. Ich habe das nicht gebaut. Den Rahmen hast du doch gebaut gestern Abend. Nee, ich habe das nicht gemacht. Doch, hast du. Ich habe hier gar nichts gemacht, sag ich doch. Wir haben gar nichts gemacht. Egal, wir haben hier einen wunderschönen Rahmen gebaut, den matschen wir jetzt ein, dann kommt der Lachs da rein. Jetzt hier fix den Rahmen reinschmeißen. Hast du schon angeklebt, das Ding? Jo, schön mit Sika wieder rein da. Jetzt den Rahmen da fix reinschmeißen, machst du die Tür auf? Klar. Pia, ist das Fenster? Pia! Was ist hier jetzt mit? Immer muss man warten auf die Mädels, ey. Warte, ich seh jetzt mit die Fenster. Chicago Bulls war so ein Trend von 2014, oder nicht? Jo, schmeiß mal rein. Oh, passt doch wie angegossen, das sehe ich doch von hier, doch. Kannst wieder rausnehmen. So, und jetzt müssen wir hier Schraub zwingen. Jo, gleiches Spiel wie gestern. Oh, hier wieder ein paar Schraubzwingen. Nö, der Rahmen sieht auch richtig gut aus hier. Das ist auch zum Glück schon richtig trocken, nicht? Zeitstress. Zeit ist Geld. Zeitstress, ich kenne Zeitdruck. Wir müssen das hier aber noch abkratzen da drin überall. Jo, genau. Oh, Junge. Boah, ich hätte ein paar Klemmen hier, wenn du Bock hast. Dann... Nee, du bist viel zu weit, doch. Jo. So? Jo. Ja, genau. Oben jetzt auch noch. Jo, bist drin? Jo, dann schraube ich den Lachs mal fest. So einfach ist das nicht mit diesen Fenstern. Jetzt hast du diese guten Klemmen. Die ziehen sich außen in das Holz rein, innen in das Kunststoff vom Fenster. Macht einen guten Eindruck. Oh, Alter, wieso haust du denn dagegen? Ja, weil das nicht richtig drin war. Dann zieh ich das jetzt rein. Hier oben links, also von dir oben rechts. Da sitzt das noch nicht richtig. Da, wo du schraubst, sitzt richtig, ja. Sag ich doch. Und wo sitzt es noch nicht? Oh, da zieht sich. Sehe ich ähnlich. Hier rein. Ich vertraue dem Ganzen noch nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, wie wir Fenster eingebaut haben. Aber eigentlich gelernt, ja, vergiss es einfach. Ist ja auch naja, die haben schon einiges gelernt. Sie werden mit diesen Klammern festgezogen. Dann nimmst du ein bisschen Schmatze, ein bisschen Sika brauchst du noch. Ein bisschen Spackschrauben, oder ist das ein bisschen Holz. Ein bisschen Loch reinsägen und so. War ja auch nicht schwer. Wir haben das ja schon öfter mal gemacht mit den Profis in dem Gebiet.
Könnt ihr auch alle Autos einbauen, ne? Das ist ein Vorteil. Wenn ihr so ein Peugeot 206 oder so, weiß ich nicht. Könnt ihr genau so ein Fenster einbauen. Ford Fiesta oder so. Also wenn du Bock hast, irgendwo findet sich immer ein Platz, da kannst du ein Fenster einsetzen. Klar, beim VW-Bus geht das auch oder so. Aber man muss auch sich mal an anderen Sachen probieren, von daher ist ein geiler Produkt. Also wenn jemand Peugeot 206 hat, dann würde man gerne ein Fenster einbauen. Ja, ich, guck mal, hier ist... Scheiße. Da hast du ein geiles Fliegengitter, also sind geile Produkte. Erster Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Busse auf Hand, kriegt ihr Fenster. Genau. Von außen, die Außenwirkung habt ihr gesehen, ist auf jeden Fall ein dicker Auftritt, damit würde ich sagen. Jetzt komme ich überall an. Fenster mit Miveco und dann kommen die anderen, weißt du? Und dann wissen die einfach nicht mehr, was sie sagen sollen, weißt du? Das ist einfach lächerlich so. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, wir verbessern unser Auto, bauen Fenster ein, werden professionelle Camping-Ausbauer. Da haben wir noch Steigerungen da, ne? Ihr könnt ja unsere Verbesserungstipps also in die Kommentare schreiben, ihr wisst Bescheid. Wie schon im letzten Video erwähnt, auch auf jeden Fall ein Abonnement da lassen, wenn ihr weiter Motorrad und Camper und Skiurlaub und Spaß-Content haben wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ne? Und damit, wir sehen uns nächsten Sonntag zu einem weiteren geilen Video. Kommentar, Like, Abonnement und damit machen wir Hey und Hey.